Guten Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in verschiedenen... Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Sainz, George Russell und Norris, Perez, Fernando Alonso, Bottas und Kevin Magnussen. Ricardo, Stroll, Sebastian Vettel und Latifi, Oscar Piastri, Joe, Alexander Albon. Ein Wagen des neuen Teams, Gasly, hier gab es eine Gridstrafe, Tsunoda, Ocon und Mick Schumacher. Ein herzliches Willkommen auch an... Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu diesem Rennen hier in Österreich. Und ja, der Sprint war ja komplett wild, ne? Das war vogelwild, was die KI da teilweise gemacht hat. Wir werden hier, ich werde sogar versuchen, wobei lieber zweimal Medium, ne? Ich werde versuchen, am Anfang mit Soft zu fahren, das ging eigentlich 9 bis 10 Runden. Danach mit dem Medium am Ende, ne? Das sollte passen. Soft, Medium, ja sogar so, ne? Soft, Medium, Medium, das sollte eigentlich passen, ohne Probleme. Lieber etwas aggressiver mit einem Stop mehr, gefällt mir besser. Gehen wir rein in dieses Rennen. Wichtig für mich ist keine Unfälle mit der KI, sofern diese nicht wieder komplett verrückt spielt. Let's go. Boah, Alpha Tauri kommt da durch. Stark von Tsunoda gemacht. Ich steche hier aber nochmal rein. Aber ich gehe mal hier rüber, somit kein Unfall passiert. Hatte da jetzt keinen Vorteil. Ich wollte einfach nur einen Unfall vermeiden. Oh, Gasly zieht super spät rüber, ne? Aber das war auch nicht ganz ohne. Von Pierre Gasly. Schumacher versucht mich zu überholen. Gut, der hat auch den Haas, ne? Er hat auch den schnelleren Wagen. Muss man akzeptieren. Ocon wird mich wahrscheinlich auch schnell überholen. Ne? Unsere Gegner sind eher die beiden Williams als auch unser eigener Teamkollege. Mal hier mit einer anderen Linie, aber da werde ich nicht reinstechen. Das wäre zu riskant. Okay, der Start war in Ordnung. Lass uns versuchen vorzurücken. Im Moment droht kein Regen. Bedingungen sehen gut aus. Okay, erstmal kein Regen. Gerade mit Trockenreifen voran. Oh. Oh, hier komme ich besser raus. Komme ich mit deutlich mehr Geschwindigkeit raus. Und kann mir vielleicht sogar gleich zwei schnappen. Okay. Das klappte gut. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Bleib hier auf der Kampflinie. Vor mir jetzt Albon und Piastri. Beides dann eher Gegner, mit denen wir uns duellieren sollten. Hier ist so ein bisschen mein Abschnitt, ne? Gerade mit dem besten Reifen. Ah, jetzt habe ich die Kurve hier verpasst. Etwas weiter hier gegangen, obwohl das war gar nicht mal so übel. Ganz im Gegenteil, zum Attackieren war das sogar besser. Lässt mir da genug Platz, ja. Okay. Manöver, hier sieht das so einfach aus. Fahren natürlich Kampflinie. Schön. Der ist jetzt auch aktiviert, ne? Erste drei Runden sehr erfolgreich. So, wieder nah dran, aber hier werde ich diesmal nicht reinstechen. Das hat mir nämlich vorhin einfach nur Zeit hier gekostet. Zu weit nach außen gekommen, ein bisschen. Wir gucken mal. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentriere dich aufs Fahren.
kommt schön raus. Aber Piastri diesmal auch. Diesmal ist er besser rausgekommen. Ah, nee. Brauchen wir nicht versuchen. Bleiben wir locker dahinter. Oder? Piastri verbremst sich. Sehr schön. Schön unter Druck gesetzt, den Teamkollegen, und so überholen können. Einfach in einen Fehler gezwungen, ne? Er seinerseits versucht es von außen. Da verhungert er aber hier in dieser Kurve. Und wir haben die Position jetzt auf der Jagd nach Latifi. Ein Fahrimpuls zu Norris. Er ist aus dem Rennen. So, Ocon ist durch, ist logisch, ne? Er hat das schnellere Fahrzeug. Norris eben ausgeschieden. Bitte nicht hier. Oh, Mick. Diese Runde, jetzt mach Druck. Wir glauben, deine Reifen verlieren langsam an Grip. Sei vorsichtig. Ja, keine Chance gegen Mick Schumacher, ne? Mindestens nicht. Ja, einfach rein. Lass mir überhaupt keinen Platz. Passt schon. Warum kriege ich eine Verwarnung, Mann? Ihr wollt mich doch. Albon auch noch hinterher. So weit. Ne, ich muss in die Box. Bitte mach keinen Scheiß, Mann. In die Box jetzt. Mediums am Holen. Stop war richtig gut, ne? Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser als gedacht. 2,3 sehr stark. Teamkollege jetzt auch in der Box. Oskar kommt an die Box. Oskar an der Box. Er wird sich jetzt harte Reifen holen. Ich bin am Überlegen, ob ich mir am Ende Soft holen soll. Oder doch Medium. Da bin ich noch nicht sicher, was da das Schlauere wäre. Okay, Schumacher vor mir. Hinter mir ist aber weiter nur Albon. Schön, da habe ich mehr als genug Abstand dann, ne? Da habe ich ein bisschen Ruhe. Das war gut. Wir nehmen übrigens Mediums, weil ich habe leider wieder den Bug mit den Funk, dass das nicht funktioniert. Das heißt, ich wusste die ganze Zeit nicht, ob ich schnell genug fahre im Fernduell gegen Piastri, um länger noch draußen zu bleiben. Wow, 4,5. Schwach. Es gab wohl ein Problem beim Anbringen des linken Hinterrads. Wir müssen darüber hinwegkommen und stark abschließen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Okay, immerhin musste ich die Überrundeten nicht durchlassen. Das hätte mich wahrscheinlich eh nicht viel gekostet. Wir sind jetzt 12 Sekunden hinter Piastri. Mal gucken, ob wir den nochmal kassieren, ne? Albon wird kein Thema mehr. Aber Piastri eventuell. Wir sind fast dran. Wir sind fast im DRS-Fenster. Kämpfen uns langsam aber sicher ran, ne? 1,3 Sekunden. Piastri gibt jetzt natürlich auch Power, dass wir da eben nicht reinkommen. Das ist für ihn natürlich unglaublich wichtig. Wir müssen unbedingt ins DRS-Fenster kommen, um ihn überholen zu können. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Jetzt keinen Fehler machen. Schön. Jetzt sind wir dran an Piastri. Mit DRS.
Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt müssen wir halt nur noch vorbeikommen, ne? Hier benutze ich den Überholknopf noch nicht. Erstmal noch ein bisschen ransaugen, Kampflinie so tun. Verbremser von Piastri. Und jetzt müssen wir ihn haben. Jetzt haben wir ihn. Easy, ne? Ging relativ einfach. Piastri überholt. Dadurch, dass er sich selber verbremst hatte. Oh, und jetzt bin ich hier etwas zu weit außen. Aber er kommt nicht hinterher. Aber er hat DRS, ne? Ich glaube, wir haben ein Problem. Einen Moment, wir arbeiten dran. Oh, nee. Was jetzt schon wieder? Wir haben irgendein Problem. Voilà. Nein. Boah, war das eng. Ja. Aber was haben wir jetzt hier für ein Problem? Ich komme hier gar nicht gut raus. Ja, ich werde natürlich so nicht überholen, weil ich außen war. Okay, wir haben schwere Motorprobleme. Such dir einen sicheren Platz zum Aussteigen oder komm in die Box. Nochmal, such dir sofort einen Platz zum Ausscheiden. Es ist zu gefährlich, um weiterzufahren. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Wir haben so ein geiles Rennen, noch so zum Schluss so ein richtig geiles Duell eigentlich gegen Piastri. Und dann wieder ein DNF wegen technischen Sachen. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Ja, Leute, hier haben wir die endgültige Klassierung. Wir sehen das endgültige Klassement. Leclerc vor Sainz, dann Verstappen, die beiden Mercedes, Alonso, Ricciardo, Magnussen, Norris, Perez nur auf 10. Ganz schwach. Dann Ocon und Co. Ja, wir ganz hinten, ne? Leider mit einem DNF. Super, super bitter. Das ist super bitter, ne? Das war ein gutes Rennen. Wir hatten nochmal so einen richtig geilen Endspurt gehabt. Und so war es dann einfach, ja, dass das Rennen einfach vorbei ist. Wir müssen mal kurz auf die letzten Ergebnisse so schauen, ne? Weil die waren nicht so geil. Aber es kommen die dicken Updates, ne? Und jetzt kommt erstmal die Frage, machen wir mit ihm weiter oder nicht? Und hier würde ich ganz klar sagen, ich fahre die Saison mit ihm zu Ende, ne? Piastri will nicht mehr für unser Team fahren. Oscar Piastri will nicht für unser Team fahren, okay. Einfach mal nicht für unser Team fahren. Finde ich interessant. Aber warum? Warum willst du Typ nicht für unser Team fahren? Wie wär's denn? Aber Hülkenberg 4 Millionen ist ein bisschen zu teuer für jetzt, ne? Aber warum will er will nicht für unser Team fahren, okay. Aber dann fliegt er ja einfach raus. Das bringt ihn ja auch nichts. Das macht keinen Sinn eigentlich, ne? Magnussen, naja, wir können uns aber keinen anderen leisten, ne? Jensen Button. So ein Comeback von Button wäre auch krass, ne? Hätte das nicht was, Jensen Button zurückzuholen? Ich weiß ja nicht, Gehen wir mit einem anderen jungen Fahrer. Ich glaube, es ist eh egal. Wir nehmen jetzt einfach mal den günstigsten. Enzo Fittipaldi. Weil wahrscheinlich, für uns ist es wahrscheinlich eh nicht so wichtig, was jetzt nochmal der zweite Fahrer so macht, ne? Wir gucken mal. Hier kannst du deinem Fahrer ein Angebot machen. Je mehr du bietest, desto wahrscheinlicher ist es, dass er zusagt. Pass auf, dass die Fahrer hinterher nicht beleidigt sind. Sonst kann es sein, dass sie für den Rest des Verhandlungszeitraums jegliche weiteren Verhandlungen mit dir ablehnen. Okay. Fittipaldi wollte nicht viel minimales Geld fahren. Ich dachte, ich versuch's mal, ne? Dann haben wir hier 800.000 sonst noch, ne? Juri Vips. Ist der gut? Tempo 72. Robert Schwarzmann wäre halt sonst noch da, ne? Wir hätten das größte Tempo tatsächlich dieser Mann, ne?
Vips hat auch gutes Tempo. Versuchen es mal mit Vips. Wir gehen aber auch hier wieder auf hohes Risiko. Ah, krass, er nimmt es an. Er nimmt es an. Juri Vips nimmt es an. Damit haben wir einen neuen Fahrer. Sehr schön. Sehr, sehr wichtig, ne? Haben wir einfach einen günstigen Fahrer bekommen. Das war jetzt das Wichtigste, wie ich finde. So, Teamsport-Event, dann der zweite Fahrer und... passt schon. Sehr schön. Sorry. Tut mir leid, dass ihr ja, aus dem Rennen nehmen musst, ne? Es war schon bitter. Das Gute ist, wir haben jetzt richtig Kohle und können mal in unsere Einrichtung investieren, ne? Triebwerk haben wir immer noch nicht, diese 5 Millionen, ne? Aber wir können die Ressourcenpunkte mal ein bisschen eigentlich ankurbeln, oder? 3 Millionen beim Chassis, 6 Millionen. Dann machen wir es mal beim Triebwerk, dass man da noch mehr Ressourcenpunkte jeweils generiert. Können wir erstmal nichts machen. Qualitätskontrolle, Defektwahrscheinlichkeit wird um 10% verringert, auch sehr schön. Kann man auch machen, ne? Dann haben wir hier nochmal irgendwas. 8 Tage noch in der Entwicklung. Abteilung ist leider ausgelastet, ne? Triebwerk denn auch, ja. Hier hätten wir MGUH, ne? Das könnten wir ja machen, zack. Können wir noch ein zweites Ding machen? Geht das denn? Nein, leider nicht. Okay. Ja gut, das Aggregat ist hier halt hochgegangen. Jetzt müssen wir in das nächste, ne? Das ist für uns nicht perfekt. Wenn wir auch mal kurz gucken auf die letzten Ergebnisse, so, ne? Das ist echt enttäuschend. Also wir haben in den letzten 4 Rennen ein DNF und dann einmal bei Silverstone 21. wegen den Reifenplatzer. Patzer. Ne, Reifenplatzer, so ist richtig. Also ist echt bitter, ne? Ja, was haben wir hier für Anpassungen? Kleidung und Gesten, okay. Ja gut, geldtechnisch sieht es erstmal so aus, ne? Wir gucken jetzt mal, ob die ganzen Updates reinkommen. Schön. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Perfekt. Können wir nämlich gleich weitermachen, ne? Wobei ist halt die Frage, wollen wir dieses Update oder nicht lieber... Ne, nehmen wir das fette Chassis-Update nochmal, ne? Für den vor dem Belgien Grand Prix. Jetzt hoffe ich nur, dass der Rest kommt, ne? Triebwerk-Update ist da. Reaktionstraining, schön. Okay, verbesserter Querlernindikator. Oh, schön, alles hat geklappt. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Alles hat geklappt, Leute. Dann gehen wir mal hier kurz zum Rennwochenende. Ich will kurz nur gucken, wie die Kräfteverhältnisse sind. Vielleicht interessiert euch das auch noch. Bisschen so, bisschen mal Management und Co. gerade, beziehungsweise wie soll man es sagen, bisschen so die Verhältnisse sich angucken. Okay, Regen und Bla ist erstmal egal, aber der Leistungsvergleich, ja, Williams ist immer noch vor uns. Ja, weil die haben echt nochmal, die haben auch nochmal abgedatet, ne? Krass. Also die schlafen auch alle nicht, aber wir gehen auch gleich weiter mit dem Abtrieb dann hier, ne? Mit dieser kleinen Komponenten immerhin. Schnell kriegen wir nicht hin. Okay, nach Belgien kommt das Teil dann. Ist nicht ganz so perfekt für uns. Aber hey, die Konkurrenz schläft nicht. Wir versuchen irgendwie anzuschließen, ne? Aber es braucht auf jeden Fall. Und es scheint auch in diesem Jahr etwas schwieriger zu sein, auch da wirklich voranzukommen, ne? Muss man sagen. Das war im letzten Teil viel zu einfach auch, dass man sagen konnte, ja, nach der Hälfte der Saison war man schon so auf Alpine-Level fast schon, könnte man jetzt sagen, ne? Und nach 2 Saisons war es schon ein absolutes Top-Auto. Das scheint in diesem Jahr langsamer zu funktionieren, was grundsätzlich positiv ist. Auf jeden Fall gibt es dann in der nächsten Folge den Frankreich Grand Prix. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Euer Valoche meldet sich ab und bye bye.